Du fängst von unten her an, nimmst dein Gewicht vorne etwas mehr auf den Vorfuß. Und wichtig ist, dass du den Bauch etwas einziehst. Zur Wirbelsäule. Gut. Und gleichzeitig oben drauf achtest, dass die Schulter wieder ein bisschen zusammen, damit okay. du nicht rund oben wirst. Okay. Hallo, willkommen beim Wohnhochi Golf. Wie du siehst, ich bin nicht alleine heute. Die Judith ist da. Judith ist eine Physiotherapeutin und werde mir und hoffentlich dir helfen, besser am Ball zu stehen, damit du besser drehen kannst, besser schwingen kannst. Und falls du Rückenbeschwerden hast, könnte dieses Video sehr hilfreich für dich sein. Bevor wir anfangen, falls du akute Schmerzen im Rücken hast, dann bitte einen Arzt besuchen, damit du da wirklich guckst, dass du das Go hast, Golf zu spielen. So, in meinen Stunden merke ich immer wieder, dass meine Schüler so stehen, also hochkreuzt. Mhm. Hinten ist das Gewicht, also viel zu viel auf den Fersen. Mhm. Füße meistens auch ziemlich breit. Mhm. So eine sehr aufrechte Oberkörper. Die Bewegung ist natürlich dadurch beeinträchtigt. Die haben Schwierigkeiten mit der Drehung. Und was ich immer wieder merke, ist, dass sie von dieser Position dieses Gewicht hinten ausgleichen, indem sie beim Abschwingen sich nach vorne bewegen. So, ich möchte heute sehr gerne von dir wissen, wie können meine Schüler besser stehen, damit sie weniger Belastung haben im Rücken? Weil es sieht so aus, als ob die bewusst so stehen, weil sie meinen, so ist irgendwie besser für den Rücken. Und dann interessiert mich auch natürlich, wie können Sie besser sich drehen und besser schwingen durch eine bessere Haltung? Stell dich mal ein wenig gerade hin. Wir fangen von unten an, so kannst du es auch wirklich machen. Deine Füße sind ungefähr schulterbreit auseinander, nicht zu breit. Genau, das sehe ich sehr oft. Genau. Dann gehst du von deinem Gewicht erstmal ein klein wenig, dass du das Gewicht mehr auf dem Vorfuß hast. Ein klein wenig, dass es automatisch beugen sich die Knie ja ein wenig. Also der Unterschenkel neigt leicht nach vorne. Genau, genau. Okay. Die Knie neigen sich ein wenig und automatisch, wenn du das Gewicht nachfällt, gehst du ja auch nach vorne, dass du nicht dich hinsetzt, sondern ein wenig das. Wichtig ist, dass du dann noch hinten auf deinen oberen Rücken achtest, dass du die Schulterblätter etwas zusammennimmst. Okay. Ich merke, dass ich jetzt auch weiter weg vom Ball stehen muss, ne? Genau, weil ich mir nach vorne gebückt bin. Genau, dass du klein wenig hin, weil du weiter vorne bist. Okay. Achtest hier drauf und ganz wichtig ist, dass du den Bauch, sag ich mal, leicht nach innen ziehst. Den Bauchnabel etwas nach innen ziehst. Also zur Wirbelsäule. Damit du aus dem Hohlkreuz, weil viele stehen ja da dann, aus dem Hohlkreuz rauskommst. Und es ist wirklich so, dieses Jahr habe ich es mit vielen Schülern gemacht und plötzlich ist die Schmerzen weg. Also das ist wirklich, was hilft. Okay, sehr wichtig finde ich, dass man Gewicht wirklich zentriert hat oder vielleicht ein bisschen vorne, damit man dieses hinten nicht ausgleichen muss. Und so schaffe ich, mich besser drehen zu können um meine Wirbelsäule. Judith, vielen Dank. Kannst du bitte in der Zukunft noch ein Video mit mir machen? Weil ich glaube, es gibt so viele Themen, im Bereich Fitness, Flexibilität, Stabilität und vielleicht Geschwindigkeit, ja, Schnellkraft, würde mich sehr freuen. Vielen Dank erstmal. Gerne. Du fängst von unten her an, nimmst dein Gewicht vorne etwas mehr auf den Vorfuß und wichtig ist, dass du den Bauch etwas einziehst. Zur Wirbelsäule. Gut. Und gleichzeitig oben drauf achtest, dass die Schulter wieder ein bisschen zusammen, damit du nicht rund oben wirst. Okay.